Herzlich willkommen zum Rothaus-Fan-Talk nach unserem überraschenden, wie auch verdienten Heimsieg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Endstand 32:30. Mo Strohsack ist hier, schön, dass du hier bist. Glückwunsch erstmal zum Sieg. Konnte man so nicht auf der Rechnung haben. Wie hast du das Spiel erlebt? Wie hast du es gesehen? Lass uns teilhaben, was in deinem Kopf vorgeht. Wir wussten natürlich, dass mit den Löwen eine sehr starke Mannschaft zu uns kommt. Aber wir wissen, dass wir mit vielen mithalten können, auch zu Hause. Haben uns auch schon oft auswärts gezeigt. Und ja, wir kommen gut ins Spiel rein. Ist eigentlich ganz auf Augenhöhe. Ab der 20. Minute ziehen die Löwen ein bisschen weg. Wir verwerfen zu viele freie Bälle. Und ja, dann gehen wir eben mit -3 in die Halbzeit. Waren uns aber bewusst, dass wir auf jeden Fall das Spiel noch drehen können, wenn wir die freien Bälle reinmachen. Kommen dann super aus der Pause raus. Ich glaube, einen 4-0-Lauf. Wir sind dann wieder in Führung. Und ja, ab da war das dann einfach ein wilder Rausch. Hinten die Abwehr super, mit Mario hinten drin. Und ja, hat einfach dann Spaß gemacht. Wann war der Zeitpunkt kurz vor Schluss, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt reicht's? Weil es war ja wirklich die ganze Zeit auch noch knapp. Die Löwen sind dann nochmal rangekommen bis auf eins. Hat es bei dir irgendwann einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir sie? Tatsächlich nicht. Ich war mir beim 31:30 auf jeden Fall schon sicher, dass wir einen Punkt haben. Und dann macht Timmy den rein und ja, dann ist das Ding durch. Was habt ihr jetzt unter der Woche besprochen? In Ludwigshafen lief es natürlich weniger optimal. Habt ihr irgendwas Besonderes gemacht oder habt ihr wirklich das Spiel abgehakt und seid wieder voll eingestiegen auf die Vorbereitung? Gut, wir hatten ja natürlich nicht viel Zeit zwischen den Spielen. Wir hatten ja gerade mal 2 Tage Zeit, uns vorbereiten. Deswegen gab es nicht viel zu besprechen. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen, dass wir hier nur als Team bestehen können. Und ich denke, das haben wir heute gezeigt, dass wir heute geil zusammengestanden haben und 2 Punkte geholt haben. Was nehmt ihr jetzt aus dem Spiel, mal die 2 Punkte mal abgesehen, für die letzten 5 Wochen jetzt mit? Weil das wird ja trotzdem nochmal auch in der Tabelle ein enges Ding. Ja, was nimmst du für dich persönlich vielleicht mit für die letzten Wochen der Saison? Wir wissen auf jeden Fall, dass es noch sehr, sehr spannend wird, aber ich denke, mit so einem Selbstbewusstsein kann man auf jeden Fall in die nächsten Wochen gehen. Mit dem kleinen Dämpfer natürlich, mit den Eulen Ludwigshafen oder großen Dämpfer. Aber ja, wir sind bereit für die nächsten Wochen. Das lassen wir so stehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg. War ein Riesenspiel auf jeden Fall von euch. Glückwunsch, genießt es und wir sehen uns beim nächsten Rothaus-Fan-Talk wieder.